Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tardiscraft. Ich hoffe, euch hat dieses neue Intro gefallen. Ich, meiner Wenigkeit, liebe es, auf jeden Fall. Ja, in dieser Folge, wie der Titel schon sagt, ein New Friend, machen wir uns einen neuen Freund. Naja, Freund, kann man jetzt nicht so sagen. Ja, wenn wir aber kurz einmal hier rüber schauen, seht ihr schon, wir haben hier einen Pool. Oh, schön. Und durch den Pool könnt ihr dann in die Außenwelt schauen. Ah, schön. Ja, und natürlich fragt ihr euch ja, was passiert denn jetzt, wenn du das Thema des Tages änderst? Der Raum bleibt gleich. Deshalb habe ich eingebaut, dass ihr selbst das Thema eures Pools auswählen könnt. Also, wir können wirklich durch jeden hin und her switchen hier. Dann seht ihr schon, können wir wirklich den Pool auf jedes anpassen, was wir wollen. Und das wird auch mit den weiteren drei Räumen kommen. Das heißt, ihr könnt eure Tage später so bunt machen, wie ihr wollt. Ja, gehen wir aber erstmal runter auf unsere Command-Ebene, wo unser neuer Freund entstehen wird. Hier drüben haben wir ja den Dalek. Und ich möchte jetzt einen Cyberman machen. Cybermen sind die Typen in Doctor Who, die einen immer upgraden wollen. Also auch zu Robotern machen wollen. Innerlich sind sie zwar menschlich, aber ihnen wurde jegliche Emotion genommen. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben einfach gar keine Emotionen mehr. Das heißt, sie wissen auch nicht mehr, was Angst ist oder was hier Mitleid ist oder so. Die gehen einfach zu euch. Ihr seid nicht so wie wir, also müssen wir euch upgraden und zu uns machen. Genau. Ja, aber bevor wir erstmal die ganzen Coding-Sachen machen können, müssen wir erstmal diesen Mob erstellen. Und dafür gehen wir auf die schöne Seite MC Stacker. Ich habe jetzt gerade mal kurz angefangen. Also wir brauchen ein Spawn-Egg und ich mache ein graues Spawn-Egg, Silber für Spawn-Egg. Das nennen wir jetzt einfach mal Cyberman. Genau. Und aus dem Ei soll ein Vindicator kommen und der hat auch den Tag Cyberman. Ja gut, okay, dann machen wir es halt über einen Summon Command. Also Vindicator, der soll bis den Tag haben Cyberman. Und den Custom-Namen Cyberman. Und er soll bitte die Effekte haben. Einmal Slowness und einmal Invisibility. So muss das. Keine Partikel. Dankeschön. So. Dann, genau. Möchte ich, dass er etwas auf dem Kopf hat. Als Passenger. Und da sagen wir bitte, soll er einen Guardian haben. Fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum Guardian? Ganz einfach, Guardians haben diese schöne Möglichkeit, euch mit Lasern abzuschießen, wenn ihr in der Nähe seid. Und das können die Cyber mit ihren Helmen auch. Deswegen stelle ich mal kurz auf Silent, dass er keine Dinge jetzt macht. Er soll AI haben. Und wo ist das Active Effects? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt kopieren wir uns den Command und switchen rüber zu Minecraft. So, also jetzt nehmen wir uns mal ganz kurz nochmal einen Command-Block. Hier. Packen den Command da rein. Und da ist er. Okay, das sieht schon ziemlich merkwürdig aus. Wenn ich jetzt also in Survival gehe, sollte. Oh ja, ihr seht. Das funktioniert ziemlich gut. Das heißt, wenn ihr jetzt in der Nähe vom Cyberman seid, der. Ja. Schießt auf euch. Aber sowas von. Das ist sehr schön. Alter, ist der schnell. Oh, ich habe hier doch Slowness gegeben. Ist aus dem Radius raus. Oh, hat einen großen Radius. Ist immer noch so schnell, ne? So. Was greift mir die Kette denn so an, ist die Frage. You will become like us. Nope. Au. Junge, hat das Ding eine Range. Junge, du hast Slowness Stufe 3. Wie kannst du so fucking sprinten? Alter. Ich verstehe es nicht. Alter, ist ja schlimmer als jegliche Wüstenrennmaus. Oh Gott. Ja, er kann mich nochmal angreifen oder er schießt. Oh, das ist geil. Leute, das ist gut, das ist gut. So. Und jetzt, eigentlich wäre es gut, denen einfach eine Rüstung zu geben. Dann brauchen wir nicht so wirklich viel Technik machen. Ziemlich vorteilhaft, wenn das geht.
Ja, danke schön. Hi. Und jetzt komm, schieß mich ab. Oh ja. Oh ja. Fernkampfangriffe. Das ist mega geil. Das ist geil, oder Leute? Wir haben unseren kleinen Mini-Cyberman. Hallo. Warte mal, ich gebe mir mal selber den Effekt. Slowness 5. Also, ich kann mich da überhaupt nicht bewegen. Wieso? Macht euch Slowness nichts aus oder so? Komm mal her. Und tschüss. Aha, da ist einfach ein Trader-Lama. So, jetzt aber. So, jetzt komm, bitte. Du sollst eigentlich das nicht so schnell sein. Du musst jetzt wirklich. Keine Ahnung, ich habe dem ziemlich viel Slowness gegeben. Keine Ahnung, warum er immer noch so schnell ist. Oh, Alter. Das ist schon geil. Ja, das ist dann unser kleiner neuer Freund hier. So. Perfekt. Ja, wie machen wir das jetzt in den Spawn-Egg rein? Machen wir das anders. Ich habe nämlich eine Idee, wie wir es machen. Wenn ein Villager stirbt oder ein Zombie stirbt, ne, droppt er verrottetes Fleisch. Und wenn er beim Töten zwei verrottetes Fleisch droppt, ja, dann spawnt ein Cyberman an der Stelle. Die Technik müssen wir jetzt mal ganz kurz coden. Also, oh mein Gott, Leute, ich habe es hinbekommen. Diese Mini-Technik hier sorgt dafür, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal kurz diesen Cyberman hier töten, wenn der sterben würde, wo ich echt sehr verbunden wäre. Ach, scheiße. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ist einfach ein neuer gespawnt. Ah, wie asozial. Ihr müsst es schnell genug aufsammeln, genau. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Wüste seid oder so, Zombie in der Nähe der TARDIS besiegt, wegen Raum- und Zeitenergie, müsst ihr euch jetzt vorstellen. Und dieser Zombie droppt zufälligerweise zwei verrottetes Fleisch. Seht ihr? Es spawnt ein Cyberman. Wenn ich jetzt das gleiche nochmal mache, dann. Warte, die müssen sich zusammenfügen. Ah, jetzt weiß er nicht, bei welchem er es machen soll. Ah, I see. Ja, genau, ihr müsst es dann aufsammeln. Wenn er es dann nochmal macht, zack, kommt ein nächster. Sammelt er auf und dann nochmal. Zack, noch einer. Und so spawnt ihr die jetzt. Oh, ist das mies. Ich kann jetzt kurz noch einen Befehl hinzufügen, dass er bei den. Bitte einmal. Also, execute as at e tag gleich Cyberman. Add at s. Run, kill, at E, Typ gleich. Item. In der Distance von zwei Blöcken. Heißt, wenn ich jetzt das hier mache, sollte das Schrottenfleisch direkt despawnen. Ja. Habt ihr gesehen. Funktioniert. Und jetzt haben wir hier Cyberman rumlaufen. Oh, ist das geil. Und ihr solltet wirklich zuerst erst auf den Kopf ziehen, weil da der Laser sitzt. Und er hat seinen Kopf gedroppt. Genau, also denkt dran, wenn ihr die Cybermans besiegen wollt, dann ja, am besten erst auf den Kopf ziehen, das Viech da oben töten und dann den eigentlichen Cyberman. Ohne den Laser sind sie nämlich nicht so stark. Na komm. Die haben so echt gute Knockback-Resistance. Nee. Tschüssi. Gut. Ja. Das wäre es auch schon. Also, Leute, ihr seht, das ist echt spaßig, muss ich sagen. Also, es macht mir echt Spaß. Ich werde den hier jetzt auch in die Sweatzone stellen. Das einmal kurz umbauen. Also, einfach nur umlagern. Einfach. Gut, das ist an. Ja. Das war's dann für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und unser neuer Freund gefällt euch auch. Macht's gut und bis dahin, euer Red Gamer.